Ja, und das ist bis auf einen Meter oder so runtergekommen, oder? Ich her und ich wieder zurück und wieder her. Und was das bedeutet, was soll das? Das sind fünf kräftige Golden ausgegangen. Die waren zuerst ganz kräftig an der Sonne und dann sind sie wie so Strahlen weg. Und dann ist die Farbe blasser geworden, ne? Je weiter das weggekommen sind. Dann hat sie in sich selber gedreht, also rotiert. Ja, ja. Und dann war sie fast weiß glänzend. Dann waren wieder orange, verschiedene Farben um die Sonne herum. Und das andere ist ja, ich habe einen grünen Star, ich habe kranke Augen. Ja. Und mhm. Ich konnte da voll reingucken, das was man normal gar nicht kann. Ne? Aber soll ich dir was sagen? Du wirst von dem Buch noch nichts erfahren haben. Das ist nämlich erst im Dezember rausgekommen. Da ist ein schönes Buch raus. Und da ist genau das beschrieben, wie es du auch erzählst mit den Farben. Echt? Und dass es in sich gedreht hat und so aha, weiter. Ja. In dem Buch ist halt das beschrieben, was zu der offiziellen Zeit der Marienerscheinungen. Ja. Und wann waren das damals? 2006. Mhm. Da gab es was auch noch. Das hat nie aufgehört und die Heiligkeit. Und das war und haben das mehrere Leute gesehen, oder? Nur meine Freundin und ich. Ich habe schon unten in der Mulde gesehen. Ja. Dann habe ich da immer aufgestarrt. Man denkt, ist halt was mit meinen Augen. Da ist meine Freundin aufmerksam geworden und dann sind wir rauf und haben uns auf die Bank gesetzt. Nur wir zwei, die anderen waren in der Messe. Und nach ca. 5 Minuten hat es meine Freundin gesehen. Jetzt schau her, das aha. ist einer von den Bäumen. Siehst du ja. Da? Da? Festdrucker. Und wir haben das Büdler, wo ich da lasse, nach 24 Jahren, er selber hat es auch in den Händen, nach 24 Jahren, ich sage immer, es ist wie wenn es da... Ja, mal dran riechen und genauso hat das immer noch gerochen. Ja. Und das nach 24 Jahren, das verliert... Ja, das macht der Himmel da. Ja. Das ist unwahrscheinlich. So, auf der anderen Seite sieht man noch viel mehr da. Das hat und bestimmt eine Bedeutung. Ich hab doch vorhin da hinten mit einem geredet von dem Pilgerverein.